So kommt jetzt das Diagramm gar nicht so zur Geltung. Hier oben lenkt die Tabelle ab. Es ist aber ganz einfach, dieses Diagramm für sich in Excel darzustellen. Du kannst es einfach auf ein neues Blatt verschieben. Wenn du in den Rahmen klickst und dann einen Rechtsklick machst, so kannst du wählen Diagramm verschieben. Hier wählst du auf ein neues Blatt, da könntest du auch einen anderen Titel geben. Ich belasse es bei Diagramm 1 und schon sind die beiden Teile voneinander getrennt und bleiben trotzdem verknüpft. Wenn ich also hier in der Datentabelle noch etwas ändere, so wird das automatisch in der verknüpften Grafik noch aktualisiert. Jetzt wäre auch gleich die Gelegenheit, die Datei zu speichern. Wie immer über das Speichern-Symbol oder Datei speichern bzw. speichern unter. Beim ersten Mal macht das keinen Unterschied. Ich wähle wie immer einen sinnvollen Speicherort, in meinem Fall wieder mal den Desktop, wähle einen aussagekräftigen Namen und in diesem Fall muss ich mich um das Dateiformat nicht kümmern. Excel schlägt mir gerade das Richtige vor, aber hier könntest du es auch noch ändern, falls du es jetzt in einem anderen Format brauchen solltest. Speichern und die Datei ist in Sicherheit.